Herzlich willkommen bei Das Silvasi. Wir machen heute einen Vergleich und der Vergleich kann von Anfang an nur unfair sein. Wir nehmen den Nomad gegen den Seth und ja, es ist nun mal ein bisschen unfair, alleine deshalb, weil ich den Nomad ein Jahr lang schon geprügelt habe und den Seth nun mal noch nicht fahren kann, darf, will, wie auch immer. Aber da der Seth nun mal gerade bei mir ist, habe ich gesagt, dann drehe ich gleich ein paar Videos am Stück und die erscheinen dann für euch nach und nach. Den Nomad habe ich sowieso da, von daher macht das auch Sinn, finde ich. Preislich liegen die beide ungefähr gleich bei 500, 550 Euro. Das tut sich jetzt nicht so viel, also da glaube ich, dass der Preis jetzt nicht unbedingt das Ausschlaggebende ist. Von der Größe her, ich schaue mal gerade. Also von der Breite her ist das Seth müh breiter, aber das ist wirklich nur ganz minimal. Von der Länge, ja, ist das ähnlich. Also das Seth ist ein ganz, ganz bisschen breiter. Wir sprechen hier aber von einer Fingerbreite. Das ist bei der Breite genau das Gleiche. Er ist also tatsächlich, wie einige das erwähnt haben, ein bisschen größer. Einige haben auch gesagt, er wirkt klobiger. Dazu muss ich sagen, die Bilder, die im Internet kursieren, sind meiner Meinung nach relativ schlecht gemacht. Da wirkt er tatsächlich so. So in real sieht er wirklich besser aus. Ist aber nur meine persönliche subjektive Meinung. Ja? Der Nomad wirkt da schon ein bisschen fragiler, ein bisschen eleganter, filigraner, wie auch immer. Ja, aber wir behalten uns ja hier an den Fakten und von den Fakten her ist es so, dass die Räder zum Beispiel bei beiden in etwa die gleichen sind, von der Größe, von der Breite. Und ich setze euch auch nochmal hier das Beispiel des Buggy-Rades dazu. Das ist also eine ganz andere Klasse hier. Wir haben hier einen großen 1:8er Buggy, der aber fast schon als Struggy durchgeht. Das ist so ein Mischding. Ja? Das ist aber genau die Klasse, die dem Markt eigentlich gefehlt hat. Deswegen ist es halt so schön, dass jetzt sogar zwei große Marken sich diesem Auto angenommen haben. Ja, Optik haben wir gesagt, lassen wir außen vor. Das tun wir auch. Reifen haben wir schon angesprochen, Elektronik, das Servo im Nomad ist für den Hintern und das Servo im Seth, das kenne ich schon, deswegen kann ich da schon was zu sagen, das kann was, das kann richtig was. Das ist im Raptor drin gewesen, das ist im BES drin gewesen, die Autos habe ich ja alle gehabt. Also da hat der Seth auf dem Papier auf jeden Fall schon mal gewonnen, das muss man einfach so sagen. Von der Elektronik. Sie haben beide einen Hobbywing Quick Run drin, ist also egal. Der Nomad hat einen 2000 kV schwarzen Ripper Motor drin und er hier hat einen 2200 kV Motor drin. Da hat er 200 kV mehr, dafür könnte man ihn wahrscheinlich einen Zahn mehr ritzeln. Das funktioniert beides und das ist auch beides gut. Zu den Geschwindigkeiten kann ich so noch nichts sagen. Da werdet ihr natürlich, sobald mein eigener Self geliefert ist, hier Informationen zu bekommen. An 4S, an 6S, vielleicht sogar mit einem anderen Ritzel. Wir werden mal schauen. Ja, von den reinen Fakten her, der Seth hat auch noch Stabis und an dieser Stelle wird relativ schnell klar, dass der Seth das bessere Geschäft sein könnte. Denn es spielen noch andere Faktoren eine Rolle. Und wer jetzt glaubt, dass ich den Nomad auf einmal nicht mag, das ist Blödsinn. Ich bin einfach nur realistisch. Der Nomad war 2018 mein Lieblingsauto. Absolut. Brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber die Ersatzteilverfügbarkeit beim Seth wird besser sein. T-Magic haben mehr Leute im Shop als die Teile vom Nomad. Beim Nomad habe ich zum Beispiel die Ersatzteile, die ich ja nun mal brauchte, das waren aber nur ein paar, bei MK Racing bestellt. Beim Seth habe ich da ein paar mehr Shops im Kopf, die bekommen. Also man bekommt die, gar keine Frage, aber man muss schon ein bisschen suchen. MK Racing habe ich jetzt nichts gegen, die liefern relativ zügig, aber das wäre jetzt nicht so mein Favorit gewesen. Macht jetzt aber nichts aus. Ne? So, und Teile für den werden garantiert alle bei Metz verfügbar sein, jetzt habe ich auch beide genannt. Das ist schon so. Ja, fangen wir vorne an. Ein Bumper, der Seth hat einen riesengroßen Bumper vorne.
Und der hier hat einen relativ kleinen. Da gibt es Abhilfe von T-Bone Racing. Ob das die Sache ist, was man unbedingt möchte, ist natürlich was ganz anderes, ja. Und ich mache jetzt mal nebenbei, während ich quatsche, hier die Karos ab. Und ich muss auch aufpassen, dass ich den Seth nicht dreckig mache, weil den muss ich wieder wegschicken. Und ich bitte es zu entschuldigen, aber der Nomad sieht aus wie Sau. Den habe ich nach der Saison einfach so in die Ecke gestellt und auch da stehen lassen. Ich habe keine Ahnung, was mich jetzt erwartet oder was uns jetzt erwartet, wenn wir die Karo aufmachen. Oh, das geht ja noch. Das habe ich schon schlimmer gesehen. Und auch erwartet gerade. So, den stellen wir hier oben hin. So, grundsätzlich tut sich jetzt hier gar nicht so viel. Wir haben ein kurzes Akkufach links, dahinter den Regler. Wir haben ein Mitteldifferenzial mit Aluminium-Motorhalter und das sind beides keine Sliding Motor Mounts. Dann haben wir die Empfängerbox einmal hier oben, sehr gut zugänglich. Und hier ist sie leider ein bisschen weniger gut zugänglich, weil da der Servoarm drüber ist. Hier liegt das Servo, hier steht das Servo. Das ist so. Der Seth hat ein ganz, ganz bisschen mehr Aluminium, nämlich diese hintere Brace. Die würde dem Nomad auch gut tun. Und wenn man den Nomad sich kauft, muss man die sogar nachrüsten, meiner Meinung nach. So viel tun die beiden Autos sich tatsächlich nicht. Die Variation der Querlenker vorne ist exakt die gleiche. Aber ich kann jetzt viel quatschen hier. Ich hole euch mal näher. Da sieht man es. Schiebt mal beide ein bisschen vor. Wir haben hier oben also eine ganz klassische Anlenkung bei beiden, die man natürlich auch bei beiden Autos verstellen kann. Die sieht jetzt nicht beim einen fragiler aus und beim anderen weniger. Wir haben hier C-Klipse, wir haben hier Verschraubung und hier hat der Nomad natürlich dann einen Vorteil. C-Klipse sind meiner Meinung nach etwas, was wir Anfang der 2000er hätten verbauen können. Wir haben beim Nomad einen kaputten Frontbumper, sehe ich gerade. Ja, das macht man heute eigentlich so nicht mehr. Wir haben beide Male die wirklich augenscheinlich gleichen Teile, zumindest von der Sache her. Und dafür schraube ich mal ein Rad ab, damit man die Aufhängung vorne sehen kann. Und es ist ja bemerkt worden, dass ich hier die tollsten Autos zeige und die billigsten RTR-Schraubenschlüssel nehme. Und deswegen habe ich mir mal einen besseren rausgesucht. Und ja, ich habe tatsächlich auch bessere. Ja. Fand ich denn schon witzig. Ich nehme jetzt den, weil die Mutter in dem anderen drin feststeckt. Brauche ich die nicht rausnehmen. Ja, ich lege das auch gleich so hin, dass man es das besser sehen kann. So, wir haben also bei beiden eine Spurverbreiterung verbaut. Beim Steph ist die ein ganzes Stückchen größer. Dann haben wir einen Aluminium-Lenkhebel, genauso wie hier auch. Der eine ist halt matt, der andere nicht. Ich sag mal, das spielt keine Rolle. Hier ist der Splint gegen Verlieren gesichert, hier nicht. Wenn er vernünftig fest ist, und das meistens sind sie das, ist das aber auch okay. Ja, hinten das gleiche Spiel, das mache ich jetzt nicht los. Ich denke, das ist auch so klar, was ich euch zeigen wollte. Ja. Ich habe jetzt gerade den Faden verloren. Ich habe eben gesagt, diese hintere Chassis Brace, ich zeige den Nomad mal näher im Bild, das was da so schön blau leuchtet, die muss man sich auf jeden Fall zulegen. Kostenpunkt ungefähr 25 € circa. Eins der Tuning-Teile, die absolut wichtig sind bei dem Auto. Hier ist sie schon verbaut. Das ist natürlich eine sehr, sehr gute Sache. Ja, eigentlich habe ich alles gesagt, was ich wollte. Bei einigen Spezifikationen bin ich mir nicht sicher, ob die nachher beim Seth auch genauso bleiben, wie sie hier sind. Deswegen gehe ich da jetzt nicht so nahe drauf ein. Der Prototyp, den ich hier habe, der hat Kunststoffdämpfer. Aber ich habe jetzt mit ein paar Leuten gesprochen, die zum Beispiel Team Magic B8 haben und die sagen, die Dinger halten, die sind wirklich haltbar. Und da verlasse ich mich jetzt mal drauf. Es wäre natürlich schöner gewesen, wenn da Aluminium kommt. Es wird allerdings
irgendeine Version nachzukaufen sein, damit man sie auf Aluminium upgraden kann. Aber man sieht es eh nicht, von daher ist es nicht so schlimm. Wie gesagt, wenn es hält, will ich da nichts gesagt haben. Wenn nicht, ist das Murks. Ja. Viel mehr kann und will ich euch jetzt hier nicht zu den Autos zeigen. Doch, will ich schon, aber ich kann euch nichts mehr zeigen. Ich denke, das wird eine spannende Saison werden, weil es kommt ja auch noch ein dritter. Das wird dann der Rally Raptor werden, der preislich alles wegfetzt, was wir hier so auf dem Tisch stehen haben, mit 379 Euro. Sobald er da ist, werde ich ihn noch zeigen. Ich habe ihn schon bestellt. Und dazu habe ich heute auch schon eine PN bekommen. Ich soll doch bitte vorher... Nein, wird es nicht geben. Ich mache das so wie bei allen anderen Autos auch. Wir testen das Auto stock. Und zwar so weit, wie es geht. Die Funke wird natürlich immer ersetzt, das ist klar. Chancengleichheit. Die Stecker brauche ich nicht ersetzen, sehe ich gerade. Da hat der Nomad nochmal einen Vorteil. Nee, Quatsch, die sind beide auf Dienst. Von daher ist es egal. Haben beide schlecht gemacht. Meiner Meinung nach. Ja. In meinen Augen beides tolle Autos. Nummer 3 kommt. Den Carson gibt es auch noch. Den lasse ich hier aus diesem Vergleich jetzt mal raus. Vielleicht machen wir übers Jahr hin den Vergleich nochmal, weil der Carson ist schon ein Stückchen schmaler, ein Stückchen kürzer. Der passt hier einfach nicht so gut rein. Obwohl das auch ein schönes Auto ist. Ja. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei der Silver Racing.